Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich melde mich jetzt wieder live von der EduFair zurück und begrüße Sie recht herzlich zu unserer Eventreihe Tage der Bildung. Mein Name ist Corinna Stöcker und ich freue mich sehr, dass Sie an dem Webcast Digitalpakt Schule leicht umsetzen mit Cambium Networks teilnehmen. Unsere heutigen Referenten sind Tabata von Köhlichen und Amir Rostamian von Cambium Networks. Nur ganz kurz für Sie zur Information. Sie sind als Teilnehmer alle standardmäßig stumm geschalten, aber Sie haben gerne die Möglichkeit, Fragen zu stellen im Chat. Dazu komme ich gleich. Ich würde jetzt zuerst noch gerne einen Technikcheck durchführen. Und zwar finden Sie im Bedienelement den Button Fragen. Wenn Sie mir hier kurz mitteilen, ob Sie mich gut hören und alles gut sehen können, das wäre super. Ja, da kommen Antworten, ist alles gut zu sehen. Über dieses Feld haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese würden wir am Ende des Webcasts beantworten lassen und diese dann bearbeiten. Genau. Ich denke, jetzt wissen Sie eigentlich die nötigsten und wichtigsten Punkte und würde somit auch gleich übergeben an Sie, Frau von Köhlichen. Ja, vielen Dank. Sehr Vielen gerne. Dank. Vielen Dank, Frau Stöcke. Hallo zusammen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte Sie ganz herzlich zum Cambium Networks Webinar begrüßen. Vielen Dank, dass Sie auch ja, die Zeit heute genommen haben, an unserer Websession teilzunehmen. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Organisatoren der EduFair auch bedanken. Vielen Dank, Frau Stöcker, dass wir heute die Session halten dürfen. Wir sind Sponsor der virtuellen EduFair-Messe seit über einem Jahr jetzt. Und nach dieser Session können Sie unseren virtuellen Messestand auch besuchen und mit uns chatten, wenn Sie eventuell auch nach der Session weitere Fragen haben. Kurz zu mir. Ich werde jetzt Frau von Köhlichen, ich kann Sie leider gerade nicht mehr hören. Moment. Aha, ich habe Jetzt. mich gleichzeitig, als ich die Stimmt. Slides gewechselt habe, mich auf Stumm irgendwie geschalten. Können Sie mich jetzt hören? Bin ich wieder da? Jetzt, ja, genau, Okay, jetzt gut. sind Sie wieder So, da. ich Super. wollte sagen, wie ich heiße. Mein Name ist Tabitha von Köhlichen und ich bin die regionale Vertriebsleiterin bei Cambium Networks, verantwortlich für die Dach- und Benelux-Regionen. Wir betreuen ebenfalls hier aus München heraus Israel als Region. Auch mit mir heute in der Session ist Amir Rostamian. Amir, magst du Hallo sagen? Du bist aktuell, glaube ich, auf Mute, aber. Genau, auch einen schönen guten Tag von mir. Genau, Amir ist unser Channel Account Manager und betreut die Systemintegratoren, mit wem wir hier in der Region zusammenarbeiten. Diese Partner sind alle auf unsere Lösungen zertifiziert und installieren unsere Lösungen beim Endkunden, also sprich bei Schulen. Die Session soll ja circa 40 Minuten insgesamt dauern und wie schon erwähnt, haben Sie die Möglichkeit, ja, am Ende der Session Fragen zu stellen. Wie schon in der Einladung erwähnt, geht es heute um, wie man mit den WLAN- und Switch-Lösungen von Cambium Networks Schulen fit für die Zukunft machen kann. Und die Session wird heute aufgenommen und Sie erhalten nach der Präsentation die Slides von uns, sowohl als auch die Aufzeichnung per mich wieder auf Stumm geschaltet. Das ist interessant. Ein neues Feature in GoToWebinar. So, vor etwa 2 Jahren, würde ich sagen, stellten wir fest, dass das Programm Digitalpakt Schule endlich anfing, Auswirkungen auf den Aufbau von drahtlosen Netzwerken in Schulen zu haben. Wir haben mit ja, vielen Schulen gesprochen. Wir haben viele Anfragen von Schulen bekommen und auch sehr viele neuen
WLAN-Projekten mit unseren Partner- und Systemintegratoren umgesetzt. Heute möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über das Programm Digitalpark Schule geben und Sie über unsere WLAN-Lösung für Schulen informieren. Mit dem Digitalpark Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder eine Verwaltungsvereinbarung für den Digitalpakt in 2019 unterzeichnen. Bisher gab es wirklich, also davor gab es nur die Möglichkeit von Finanzhilfen des Bundes für finanzschwache Kommunen, damit der Bund den Ländern Finanzhilfen an alle ihren Kommunen gewähren könnten, müsste das Grundgesetz geändert werden. Und das hat, kann man sagen, ziemlich lang gedauert. Um die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit Deutschlands im internationalen Wettbewerb zu sichern, ist das Programm eigentlich ins Leben gerufen. Und das Programm hat folgende Ziele: die technische Ausstattung der 43.000 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, verlässliche, leistungsfähige digitale Bildungsumgebungen bereitzustellen und die nachhaltige Qualifizierung von Lehrkräften. Es stehen für diesen Zweck 5 Milliarden Euro bis 2024 zur Verfügung. Und 5 Milliarden Euro für den Digitalpakt klingt erstmal wie eine unheimlich große Summe. Aber heruntergerechnet auf die etwa 40.000 Schulen in Deutschland sind es aber mal gerade 120.000 Euro, die pro Schule oder Einrichtung zur Verfügung stehen. Auf die Länder werden die insgesamt 5 Milliarden Euro nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Das macht Sinn. Diese richtet sich zu 2/3 nach dem Steueraufkommen und zu 1/3 nach der Bevölkerungszahl eines Bundeslandes. Und darüber hinaus können Mittel bis zu einem Anteil von 5% auch für Landesprojekte zu schulischen Zwecken auch eingesetzt werden, wie Schulclouds oder verschiedene andere regionale Projekte. Wer macht was? So sind die Zuständigkeiten zwischen Bund und Länder aufgeteilt. Der Bund stellt finanzielle Mittel, also bezahlt, zum Aufbau digitaler Bildungsinfrastrukturen bereit. Also die haben das Geld. Die Länder müssen die Arbeit leisten. Die steuern die Entwicklung, Medienentwicklungspläne, also medienpädagogische Konzepte durch die Schulen, kümmern sich um die Qualifizierung von Lehrkräften, über die Lehrerbildung, das Referendariat, bis hin zur Weiterbildung. Die Länder müssen ebenfalls prüfen, dass alle Antragsteller, in der Regel Kommunen als Schulträger und freie Schulträger, über Konzepte zur Sicherstellung von Betrieb, Support und ebenfalls Wartung verfügen. Und jedes Land veröffentlicht individuell eine Förderrichtlinie. Diese legt fest, wann und wie Geld beantragt werden kann. Daneben entscheiden die Länder, ob und wie sie mobile Endgeräte in ihren Lernmittelregelungen berücksichtigen. Und wir gucken auch jetzt hier, was genau gefördert wird. Wir sehen hier auf dieser Folie, dass das Digitalpakt-Schulprogramm in erster Linie wirklich ein Infrastrukturprogramm ist. Was super für uns ist, ist, dass der Aufbau von WLAN höchste Priorität hat. Die Anschaffung stationärer digitaler Geräte, wie zum Beispiel Smartboards oder Displays, wird ebenfalls gefördert. Digitale Lösungen wie Lernplattformen können auf Landes- und Schulebene gefördert, sofern die Technologie offen sind, das ist ganz, ganz wichtig, und pädagogisch vorteilhaft sind, also man muss das beweisen. Ursprünglich erlaubte das Programm dem Bundesland zu entscheiden, ob mobile Geräte wie Tablets oder und auch Laptops finanziert werden sollten oder nicht. Aber als die Corona-Pandemie begann, ändert sich ziemlich vieles.
Seit Beginn der Pandemie gab es eine Reihe von Erweiterungen des Programms in Form von Corona-Hilfspaketen, Personalkosten für IT-Administratoren, für die Wartung und das Management und die Weiterbildung von Lehrkräften waren ursprünglich nicht gefördert. Und Gott sei Dank ist das geändert worden. Seit Anfang November 2020 durch eine Zusatzvereinbarung hat die Situation sich wirklich massiv geändert. Der Bund hat sich entschieden, weitere 500 Millionen für die Förderung der Ausbildung und die Finanzierung von IT-Administratoren, die sich vor Ort um die Technik kümmern sollen. Genau, 500 Millionen Euro ist durch ein Sofortausstattungsprogramm zur Verfügung gestellt, damit Schulen Laptops an diejenigen Schüler ausleihen können, die zu Hause kein eigenes Endgerät haben. Und im Januar 2021 ist eine weitere Zusatzvereinbarung in Kraft getreten, weitere 500 Millionen Euro, um Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogen mit Dienstlaptops auszustatten, steht seitdem zur Verfügung. Glasfaserausbau an Schulen wird nicht durch den Digitalpakt, sondern durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Und hierzu auch ein paar Infos. Also Digitalpakt Schule und die Breitbandförderung des BMVI ergänzen sich natürlich. Dank der Offensive Digitales Klassenzimmer ist ein Glasfaseranschluss förderfähig, wenn noch nicht jedes Klassenzimmer über ein Bandbreite von 30 Mbit pro Sekunde verfügt. Über das Sonderprogramm zur Gigabit-Versorgung von Schulen und Krankenhäusern von 2018 ist wirklich jede Schule förderfähig, die nicht bereits über einen Glasfaseranschluss verfügt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bietet wirklich Breitbandförderung an, um die Internetanbindung upzugraden. Digitalpakt ist dann für die Vernetzung innerhalb der Schule sowie zwischen mehreren Schulgebäuden sowohl als auch die WLAN-Ausleuchtung zuständig. Also die Aufgaben werden dann aufgeteilt. So, wo stehen wir aktuell? Die letzten offiziellen Zahlen, die uns vorliegen, sind von Ende 2021 und aus dem, also insgesamt 6,5 Milliarden Euro, weil wir haben 500 Milliarden plus 3 mal 500 Millionen bekommen für die Zusatzpaketen. Und aus diesen 6,5 Milliarden Euro sind nach Angaben von Bund und Länder 1,227 Milliarden Euro schon abgeflossen. Und fast doppelt so viel, 2,441 Milliarden Euro, sind schon bewilligt worden. Das heißt, dass 62% des Fördertöpfes sind damit bisher leider noch nicht verwendet worden und noch nicht geplant oder verplant. Das heißt, dass wir noch einiges noch zu tun haben. Fast alle Bundesländer haben, kann man sagen, diese Zusatzpakete für Endgeräte sehr schnell in Anspruch genommen. Das Geld für die Leihlaptops für Schüler wurde schnell verwendet. Von 500 Millionen Euro sind mittlerweile 495 Millionen abgerufen, also wirklich 99%. Auch 300 Millionen sind schon für Laptops für die Pädagogen zur Verfügung gestellt worden, also sprich so circa 60%. Und für die IT-Administration, in diesem Fall, ja, ist noch nicht so viel abgerufen worden, nur 11 Millionen von den 500, die zur Verfügung stehen, sind abgerufen worden. Und zu Beginn der Pandemie lag der Schwerpunkt eher darauf, alle Schüler und Lehrer mit einem Laptop ja sozusagen auszustatten, damit sie schnell am Fernunterricht oder Homeschooling teilnehmen konnten. Jetzt sehen wir viele Schulen, die WLAN einführen müssen und die notwendigen Schritte unternehmen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist, und das sehen wir jetzt hier, finde ich sehr interessant, die regionalen Unterschiede zu betrachten. Einige Bundesländer wie Sachsen und Hamburg haben wirklich die Mittel sehr schnell in Anspruch genommen. Andere Bundesländer wie Saarland und Bayern haben noch einen langen Weg vor sich. Und das ist, finde ich, relativ interessant zu betrachten. So, kurz zu diese Medienentwicklungspläne.
Trainer, die Schulen sind in Abstimmung mit dem Schulträger für die Zusammenstellung ihrer Medienentwicklungspläne zuständig. Der sogenannte MEP muss eine Bestandsaufnahme, ein technisch-pädagogisches Konzept und eine Fortbildungsplanung enthalten. Der MEP sollte den aktuellen Status der Schule, so ein Ist-Stand, beschreiben und ihre Ziele für die Einführung und Nutzung neuer Technologie definieren. Das macht absolut Sinn. Und es wird ebenfalls empfohlen, ein Maßnahmenkatalog, ein Support- und Wartungskonzept, eine Fortbildungsplanung sowohl als auch den Investitionsbedarf, ja, wie viel Geld muss investiert werden, um das alles zu realisieren, in dem MEP zu beschreiben. Die Schulträger sammeln, bündeln und ergänzen die Medienentwicklungspläne von den Schulen und reichen sie an eine zentrale Stelle für das Land ein. Die zentrale Stelle bewilligt das Fördergeld und verteilt Gelder über die Schulträger an die einzelnen Schulen. Und da das Antragsverfahren in jedem Bundesland ein bisschen anders ist, vor allem auch in den Antragsfristen, ist es wichtig, die Förderrichtlinien der jeweiligen Bundesländer anzuschauen. Und es ist, kann man sagen, wirklich eindeutig eine Menge Arbeit, einen Medienentwicklungsplan zu erstellen. Und wir verstehen, dass dies sehr viel Zeit und ja, Kraft in Anspruch nimmt. Wenn Sie Unterstützung benötigen, lassen Sie uns bitte wissen. Wir verfügen über eine Reihe von Beratern und Partnern, die mit Ihnen zusammenarbeiten können und Sie bei der Ausarbeitung Ihrer Pläne unterstützen können. Genau. Wir gucken jetzt sozusagen die allgemeinen Herausforderungen, die wir aktuell im Unternehmen und ebenfalls in Schulen sehen. Die Anforderungen an Netzwerken wachsen ständig. Wir haben mehr Endgeräte, mehr bandbreitenintensive Anwendungen wie Video- oder Cloud-Applikationen und müssen ja zwingend Mobilität überall unterstützen. Netzwerkadministratoren wollen Komplexität im Netzwerk minimieren und suchen Netzwerklösungen, die einfach zu verwalten und zu warten sind. Und ja, wer kennt das nicht? Die Budgets sind überall knapp und Unternehmen versuchen, die im Allgemeinen, würden wir sagen, sondern ja, auch besonders in Schulen, wiederkehrenden Kosten zu vermeiden und allgemein die Kosten zu senken. Die Art und Weise, wie wir WLAN nutzen, verändert sich nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Schulen. Und das gilt natürlich ja nur, wenn Sie in Ihrer Schule überhaupt über ein WLAN-Netzwerk verfügen. Deutschland liegt, muss man sagen, leider trotz Digitalpakt-Schule weit hinter vielen anderen europäischen Ländern zurück. Also wir arbeiten viel mit Partnern und Kunden in der Schweiz, in Luxemburg und Österreich. Und diese Regionen sind viel weiter als in Deutschland. Eine Studie des Verbands Bildung und Erziehung aus 2019 schätzte damals, dass nur jede dritte Schule eine flächendeckendes WLAN im Einsatz hat. Und ja, das muss dringend geändert werden, auf alle Fälle. So, wir gucken jetzt unsere Lösung an und was wir anbieten können mit unseren WLAN- oder Wireless-Lösungen von Cambium. Können Sie wirklich kostengünstige, aber auch zuverlässige drahtlose Netzwerken aufbauen, die mit unseren Cloud- oder lokale Management-Systeme einfach zu verwalten sind. Wir haben seit über 2 Jahren Wi-Fi 6 Access Points im Portfolio und können damit nicht nur eine gute Abdeckung, sondern auch bezahlbare und auch zukunftssichere Netzwerkkapazität liefern. Zum Thema DSGVO, was für sehr viele öffentliche Auftraggeber ein Thema ist, kann ich Ihnen sagen, dass unsere Cloud-Lösung bei Amazon Web Services in Europa gehostet wird. Kunden können per Konfiguration auswählen, dass alle über unsere Netzwerkmanagement-Plattform bereitgestellten Daten in der EU gehostet werden und in der EU natürlich auch dann bleiben. Die Schöne an unserer Lösung ist, dass Sie mit Cambium keine Folgekosten für Lizenzen, Software-Updates, Support oder Sonstiges haben. Und das macht unsere Lösung sehr attraktiv für preissensitive Kunden, die mit Digitalpakt-Schulfördergelder arbeiten müssen. So,
wenn Sie ein Netzwerk in einer Schule planen, gibt es wirklich eine Reihe von Dingen, die Sie betrachten und beachten müssen. So, zunächst einmal müssen Sie sicherstellen, dass der Internetanschluss kein Engpass für Ihr Hochleistungs-WLAN-Netzwerk darstellt. Also wir würden immer empfehlen, dass jede Schule sicherstellt, dass sie mindestens eine 100 Mbit Internetleitung haben. Noch besser natürlich ist ein Glasfaseranschluss. Sie können das beste WLAN und das performanteste WLAN aufbauen, aber wenn Sie keinen Hochgeschwindigkeits-Internetanschluss haben, werden Sie immer einen Flaschenhals haben bei der Internetleitung. Das ist nicht schön. Die gute Nachricht, wie wir schon besprochen haben, ist, dass ein Glasfaseranschluss über die Breitbandförderung und das Programm Offensive Digitales Klassenzimmer finanziert werden kann. Dann kommen wir zu den Endgeräten. Sie müssen wissen, wie viele und welche Art von Endgeräten Sie im Netzwerk unterstützen müssen. Sie wollen sicherstellen, dass Sie genügend Netzwerkkapazität für heute und auch für die Zukunft einplanen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie Endgeräte für die Schüler oder die Pädagogen auswählen dürfen, empfehlen wir Ihnen, die Chipsätze der Geräte genau anzusehen, um sicherzustellen, dass sie die neuesten WLAN-Standard entsprechend. Oft geht es wirklich darum, ein paar Euro mehr zu bezahlen, um einen viel besseren Chipsatz und Endgerät zu bekommen. Das WLAN-Netz sollte eine gute Abdeckung, aber auch Kapazität bieten. Es sollte so skalierbar sein, dass es mit den Anforderungen der Schule mitwächst. Und das WLAN-Netzwerk an eine Schule muss einfach zu installieren, zu verwalten und, wie wir schon gesagt haben, zu warten sein. Man muss einfach mal eine zuverlässige und solide Netzwerkinfrastruktur anbieten. Die Kosten für den Kauf des Netzwerks sollten angemessen sein. Und wir raten Schulen wirklich, sich im Detail mit den wiederkehrenden Kosten, die häufig für Support oder Lizenzen oder Software-Upgrades wenig versteckt sind, auseinanderzusetzen. Bitte gucken Sie da ein bisschen genauer an. So, auf dieser Folie können wir sehen, wie sich die Nutzung von WLAN und Endgeräten in Schulen sich meistens entwickelt. In Deutschland sind wir auf dieser Kurve noch nicht sehr weit. Wir sind eher links und unten. Aber sobald es soweit ist, dass die gesamte Schule WLAN und digitale Geräte im Unterricht einsetzt, müssen Sie sicherstellen, wie gesagt, dass Sie über ein WLAN-Netz verfügen, das Ihnen die Kapazität und Stabilität bietet, um alle Geräte und Anwendungen zu unterstützen. In vielen europäischen Ländern haben Sie die meisten Schulen schon oder bereits eine 1:1 Schüler-Endgerät-Verhältnis implementiert. Das bedeutet, dass die und das haben wir in einer Schule, in Privatschule in Luxemburg zum Beispiel gesehen. Das bedeutet, dass jeder einzelne Schüler in jeder Klasse aktiv sein eigenes Gerät die ganze Zeit verwendet. Wir sind häufig noch nicht so weit in unsere Gymnasien und Grundschulen, aber es wird auf alle Fälle kommen und sich in diese Richtung entwickeln. Wenn Sie an diesem Punkt angelangt sind, scheitern Consumer-Lösungen. Selbst Low-End- oder Low-Cost-Enterprise-Lösungen wie einige unserer Konkurrenten werden Probleme haben. Der Unterricht wird gestört, weil es zu lang dauert, bis alle 40 Schüler alle gleichzeitig mit ihren diversen Endgeräten online sind und Videos abrufen. Also man, wie gesagt, man braucht eine stabile Access-Point für sowas. Und ich habe in meiner Karriere, muss ich leider sagen, einige sehr unschöne Installationen mit Fritzboxen im Klassenzimmer gesehen. Also das ist nicht optimal. Und Consumer-Lösungen wie Fritzboxen haben in Schulnetzwerken absolut nichts zu suchen. Also bitte diese versuchen zu vermeiden. Wir arbeiten mit vielen öffentlichen Auftraggebern hier in der Region zusammen. In Europa haben wir über 1000 Wi-Fi for EU Indoor- und Outdoor-Wi-Fi-Hotspot-Projekte realisiert. Dadurch kamen wir auch mit vielen Schulträgern in Kontakt, die jetzt ihre Digitalpark-Schul
Projekte mit Cambium planen und realisieren. Hier sind einige unserer Bildungsreferenzen in der DACH- und Benelux-Regionen. Sie reichen von große Universitäten und Hochschulen bis hin zu kleinen Grundschulen und sogar Wohnheimen, die unsere WLAN-Lösungen eingesetzt haben. Einige unserer größten Kunden verfügen über Netzwerken mit circa 5.000 bis 6.000 Access Points. Wir bieten wirklich eine Komplettlösung an. Wir sind Hersteller von drahtlosen Lösungen. Wir machen nichts anderes. Dazu gehören Richtfunk mit Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Lösungen für Außenbereichen und dann ein komplettes Portfolio an Wi-Fi Access Points für Innen- und Außenbereichen sowie Cloud-gemanagte Switche. Unsere Lösung für Digitalpark-Schule-Projekte besteht meistens aus Indoor und Outdoor, entweder Wi-Fi 5 Access Points oder Wi-Fi 6 Access Points. Mittlerweile haben wir auch 6E Access Points im Portfolio. Also Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6 sind die WLAN-Standards. Wi-Fi 6 ist der aktuelle Standard und 6E ist ein Standard, die Nutzung von 6 GHz Frequenzen erlaubt. Wie gesagt, Indoor und Outdoor, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E Access Points, Switche und eine zentrale Management-Plattform für die Konfigurierung und Verwaltung von alle Hardware-Komponenten. Die Planung und Installation ein Digitalpark-Schule-Projektes wird von einem Cambium-zertifizierten Reseller durchgeführt. Wir arbeiten mit über 600 Partner sozusagen in der Region, die auf unsere Lösungen geschult sind und in der Lage sind, mit unseren Endkunden ein Projekt zu planen und zu installieren. Das Access Point Portfolio bei Cambium heißt CN Pilot, das Switch Portfolio heißt CN Matrix und das Management System heißt CN Maestro. Also CN steht, das kriege ich oft als Frage, steht für Cambium Networks, ganz klar. Jetzt schauen wir unsere WLAN-Lösung ein bisschen mehr im Detail an. Was bieten wir für Access Points? Hier sieht man alle unsere Wi-Fi 5 Access Points, die wir noch sehr gut verkaufen. Die sind ein bisschen günstiger als unsere Wi-Fi 6 Access Points. Unsere typische Klassenzimmer-AP ist der E410. Der ist ein 2x2 Multi-User MIMO Access Point. Wenn Sie mehr Kapazität für Multimedia-Anwendungen oder größere Klassen benötigen, dann können Sie Ihre Schule mit E600 planen. Diese ist ein 4x4 Multi-User MIMO AP. Das heißt, diese bietet ein bisschen mehr Kapazität an. Wir haben zusätzlich zwei kleine Wallplate Access Points mit eingebauten Switches, die sich hervorragend für einen Tablet-Koffer oder den Einsatz in einen Studentenwohnheim eignen. Alle APs unterstützen Fast Roaming, was für Mobilität ganz wichtig ist, Hotspot 2.0 und sind über das CN Maestro Management System verwaltbar. CN Maestro kann, wie ich schon erklärt habe, als kostenlose Cloud-Lösung gehostet von Cambium implementiert werden oder alternativ als On-Premises lokale Instanz installiert werden. Mit der CN Pilot Lösung haben Sie im Access Point Preis inklusive, diese Preise sehen Sie hier oben, die sind unsere Listenpreise ohne Mehrwertsteuer, haben Sie inklusive bei Wi-Fi 5 APs 5 Jahre Hardware-Garantie auf die Indoor-APs, kostenlose 8x5 Support mit der Möglichkeit bei Cambium ein Ticket zu eröffnen und alle Software-Upgrades. Die Preise, wie gesagt, können Sie hier sehen und wir bieten auch Sonderkonditionen für Digitalparkschule-Projekte natürlich an. Und mit unseren Lösungen definitiv, weil Sie keine wiederkehrenden Kosten für Support oder für Lizenzen oder für Upgrades haben, dann haben Sie natürlich niedrige Betriebskosten mit Cambium. Wi-Fi 6 ist, wie gesagt, unsere aktuelle WLAN-Standard, der über mehrere Schlüsselfunktionen verfügt, die ein Mehrbenutzererlebnis ermöglichen, bei dem mehrere Geräte gleichzeitig senden und empfangen können und somit die Kapazität im WLAN-Netzwerk erhöhen.
Genau, da gibt es verschiedene Schlüsseltechnologien, Multi-User-OFDMA, Multi-User-MIMO, BSS-Coloring, Target-Wait-Time und andere Funktionen, die die Leistung von WLAN-Netzwerken sozusagen optimieren und verbessern. In den nächsten Jahren, wenn mehr Wi-Fi 6-Geräte in der Schule eingesetzt werden, werden die Vorteile eines Wi-Fi 6-Netzwerks oder ein Wi-Fi 6-Access-Points immer deutlicher spürbar werden. Und wenn Sie die latest and greatest, wie man das so schön auf Englisch sagt, Technologie kaufen möchten und eine zukunftssichere Lösung haben wollen, sollten Sie definitiv die Wi-Fi 6 APs in Betracht nehmen. Wir haben seit Sommer 2020, also mittlerweile ja relativ lange Zeit, Wi-Fi 6 Access Points im Portfolio. Die sind ja einfach. Wir haben erfahren, unsere Erfahrungen damit gemacht. Die sind stabile Access Points. Der XV38 ist ein 3-Radio Access Point mit 8x8 Wi-Fi 6 mit Software-defined Radios, der für Umgebungen mit hoher Clientdichte konzipiert ist. Der Listenpreis dieser AP liegt bei etwa 1200 Euro. Diese haben wir sehr häufig in Privatschulen installiert. Ich zeige später eine Referenz mit der International School of Luxembourg, wo sie wirklich diese 1 zu 1 Gerät-Schüler-Verhältnis haben. Und diese Kapazität wird dort unbedingt gebraucht und verwendet. In Deutschland verkaufen wir eher unsere XV22. Diese ist unsere typische Klassenzimmer-AP für Deutschland. 2x2 Access Point mit Wi-Fi 6-Standard zum guten Preis, 494 Euro Listenpreis. Und diese ist nur ein paar Euro teurer als unsere E600 Wi-Fi 5 Access Point. Neu im Portfolio, und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Cambium, sind die Wi-Fi 6E Access Point. Dabei handelt es sich um ja, neue Access Points, der das neue 6 GHz-Frequenzband nutzen können. Juli 2021 hat die Bundesnetzagentur die WLAN-Nutzung im 6 GHz-Bereich für Deutschland freigegeben. Wi-Fi 6E nutzt einmal oder erstmal, sagen wir mal, die 6 GHz-Frequenz für WLAN-Übertragung und sorgt daher auf allen WLAN-Frequenzen für Entlastung. Mit dieser Freischaltung verdoppeln wir fast das verfügbare Spektrum und sorgen für weniger Interferenzen, da die bisher verwendete 2,4 und 5 GHz-Frequenzbänder ziemlich überlastet und voll sind. Diese Access Point verwendet unsere Cambium-Technologie, Software-Defined Radios. Er hat drei, und ich mache weiter hier, sodass man alles sehen kann. Er hat drei Radios und zwei davon können entweder in das 5 GHz oder 6 GHz funken. Im Moment gibt es aktuell nicht viele 6 GHz-fähige Endgeräte, aber wir erwarten, dass in den kommenden Monaten mehr Wi-Fi 6E-Geräte auf den Markt kommen werden. Wenn die Zahl der Wi-Fi 6E-Geräte im Netzwerk wächst, können Sie das dritte Radio so umprogrammieren, dass es das 6 GHz-Band nutzt, das ja so gut wie gesagt komplett interferenzenfrei ist. Und mit dem XE34, unsere neue Wi-Fi 6E Access Point, können Sie wirklich eine zukunftssicheres Netzwerk aufbauen mit Kapazität für diese 6E-Geräte, die nach und nach kommen werden. So, ganz kurz zu unseren Outdoor-Optionen. Für Outdoor-Installationen haben wir eine breite Palette an verschiedenen Access Points, die wir zum sehr guten Preis anbieten können. Wir haben APs mit entweder Rundstrahlantennen wie der A500 oder mit Sektorantennen, die entweder 120 Grad Abdeckung oder ein 30 Grad Abdeckung anbieten können. Diese sind wirklich sehr gut für den Einsatz in Schulhofen geeignet. Diese APs, die Sie hier sehen, sind
Wi-Fi 5 Access Points. Die Gehäuse sind sehr robust gebaut und entsprechen die Schutzklasse IP67. Das heißt, die sind für extreme Temperaturen von zwischen minus 30 Grad bis zu plus 60 Grad gebaut und halten diese Temperaturen aus. Die Outdoor-APs von Cambium unterstützen Multi-Hop-Meshing und manche Modellen sind auch oder verfügen über einen PoE-Out und AUX-Port für die eventuelle Anbindung direkt am Access-Point von einem IP-Kamera oder ein Richtfunkmodul. Bei den Outdoor-APs bieten wir gleich 3 Jahre Hardware-Garantie an, inklusive im Hardware-Preis. Und ich finde wirklich, und das kriegen wir immer wieder als Feedback, dass die Outdoor-Preise unschlagbar sind von Cambium. Wir haben ebenfalls jetzt Wi-Fi 6 Outdoor-APs im Portfolio. Diese Modelle, also diese XV2-2T bietet eine 360-Grad-Abdeckung, aber wir werden nach und nach auch neue und weitere Modelle auf den Markt bringen mit Sektorantennen. Ebenfalls hier bieten wir eine Temperatur, sozusagen Temperaturoptionen von minus 40 bis plus 65 Grad, also ein bisschen erweiterter Temperaturrange. Und hier auf alle unsere Wi-Fi 6 Access Points, sowohl Indoor als auch Outdoor, bieten wir eine eingeschränkte lebenslange Garantie, Limited Lifetime Warranty, was in der Regel heißt einfach 7 bis 8 Jahre. So, für die Netzwerkadministratoren ist es unheimlich wichtig zu wissen, dass alle Cambium-Lösungen über eine einzige Management-Plattform konfiguriert und verwaltet werden können, um diese Komplexität im Netzwerk zu minimieren. cnMaestro ist eine kostenlose Softwarelösung, die Netzwerkadministratoren eine ganzheitliche Netzwerksicht anbietet. cnMaestro wird für die Konfiguration und Verwaltung von allen Cambium-Komponenten verwendet und ermöglicht die Generierung von Statistiken, Reports und hilft sehr bei der Fehlerdiagnose, was auch in Schulen sehr wichtig ist. Mit cnMaestro haben Sie verschiedene Optionen. Entweder Sie nutzen unsere kostenlose Cloud-Optionen oder Sie laden unsere Software ebenfalls kostenlos herunter und installieren sie auf ein VMware lokal bei Ihnen im Rechenzentrum. cnMaestro bietet eine automatische AP-Erkennung, ohne dass Sie spezielle Ports auf Ihre Firewall öffnen müssen. Die APs von Cambium können zentral bereitgestellt werden. Man scannt die Seriennummer ein und konfiguriert den AP zentral auf cnMaestro. Die Bereitstellung kann also dann von der physikalischen Installation abgekoppelt werden. Das heißt, dass man nicht zwingend vor Ort technisch ausgebildete Mitarbeiter benötigt. Und vor Ort bei der Installation bootet man den Access Point hoch, also steckt es ein. Diese kontaktiert automatisch unsere Management-System. cnMaestro meldet sich an, sagt, hallo, ich bin da, ich hole meine aktuelle Software-Version und meine Konfiguration aus der Cloud und jetzt bin ich online und funktionsfähig. Und alle diese Konfigurationsänderungen, die Sie später machen müssen, können dann wirklich bequem zentral gemacht werden. Und wenn Sie mehrere verteilte Schulen haben, haben Sie auch zentral definitiv die Möglichkeit, diese alle von einem zentralen Punkt zu verwalten und zu konfigurieren. So, wie bereits erwähnt, ist unsere cnMaestro Essentials Lösung mit den Grundfunktionen und ein 8x5 Support kostenlos. Und die meisten Schulen, muss ich ganz offen sagen, mit denen wir zusammenarbeiten, nutzen unsere kostenfreien cnMaestro Essentials Lösung. Also es reicht, die Features sind da, man bezahlt nichts dafür, man hat ein 8x5 Support und das reicht völlig. Wenn Sie erweiterte Funktionen wie Langzeitstatistiken, wie Mandantenfähigkeit oder ein offene API benötigen für eine Integration mit ein bestimmte Software, dann können Sie ein Subscription zusätzlich bei uns kaufen, das Ihnen diese erweiterte Funktionen und noch dazu ein 24x7 Support bietet. Diese Lösung ist sozusagen unsere Pro-Version und heißt cnMaestro X.
Und um die Anforderungen von Service Providers zu erfüllen, haben wir es hier in Maestro X auch voll mandantenfähig gemacht. Und es ist möglich, über CN Maestro X, wenn Sie diese zusätzliche Subscription erwerben, es ist möglich, verschiedene Stufen von Administratorenrechte zu definieren und zu vergeben. Aber wie gesagt, bei Digitalpakt-Schulprojekten sehen wir meistens, dass die Schulen einfach CN Maestro Essentials nehmen. Ganz kurz, weil ich schaue mal kurz wegen Zeit. Ja, wir haben nur noch ein paar Minuten, aber keine Sorge, wir sind fast Ende. Das Switch-Portfolio CN Matrix ist eine sinnvolle Ergänzung zu unseren Cloud-gesteuerten Access Points. Die Layer 2 und Layer 3 Switche können ebenfalls über CN Maestro oder CN Maestro X als Cloud oder lokale Instanz verwaltet werden. Die Switche liefern ein paar schöne Features wie eine vollautomatisierte Netzwerkzugriffsrichtlinien und ebenfalls diese Zero-Touch-Provisionierung an, die wirklich den Konfigurationsaufwand und die Fehlerquote bei der Konfiguration deutlich reduzieren. Wir haben Edge-Switche mit entweder 8, 6 und 24 Port und 48 Port mit oder ohne PoE. Und als noch preiswertere Option haben wir Switche mit nur Layer 2 Funktionalität, die als 8 Port oder 24 Port Modelle zur Verfügung stehen. So, ganz kurz ein paar Referenzen. Ich habe schon erwähnt, wir arbeiten mit der International School of Luxembourg und die haben sich vor ein paar Jahren beschlossen, ihr Netzwerk mit unserem damals neuen Wi-Fi 6 Hochleistungs XV3.8 Access Points aufzurüsten. Sie hatten ein 5 Jahre altes Cirrus-Netzwerk und hatten teilweise hier und da ein paar Kapazitätsprobleme. Durch die hohe Nutzung von Google Docs und Video-Applikationen und auch, muss man sagen, der steigende Anzahl an Endgeräten. Also weil jeder Schüler arbeitet aktiv im Unterricht mit seinem eigenen Gerät oder mit mehreren Geräten, je nachdem. Und wir haben wirklich in den Sommerferien 215 Access Points schnell installiert und waren im September bereit für den Rückkehr. 1700 Schüler und Lehrer mit über 3000 Geräte, also das ist mehr als ein Gerät pro Person. Die Migration von einer On-Premise zu einer Cloud-Management-Plattform lief wirklich reibungslos, sodass viele Nutzer keine Unterbrechungen überhaupt bemerkt haben. Und das ist immer noch eine sehr gute Referenz für uns, aber eine High-Density-Umgebung, die zeigt, wie viel Kapazität wir mit unserer XV3.8 zur Verfügung stellen können. Ein typisches Projekt für uns hier in Deutschland ist eher unsere Heinrich-Hans-Jakob-Bildungszentrum. Dieses Projekt haben wir mit unserem Partner, der Firma Zeon, gewonnen. Das HHBZ ist, was die Digitalisierung angeht, wirklich eine Leuchtturmschule im Raum Karlsruhe-Freiburg. Durch die starke Nutzung von Office 365 ist ein stabiles und performantes WLAN in der Schule sehr, sehr wichtig. Die Schule hatte ein etwas ältere Langcom-Netzwerk ursprünglich im Einsatz gehabt und die Schule hat sich für Cambium und unsere zertifizierten Partner Zeon entschieden und wir haben 50 E600 Access Points, die sind die Wi-Fi 5 4x4 Access Points mit Kapazität für roundabout 800 Schüler aufgebaut. Sie nutzen, wie gesagt, unsere CN Maestro Cloud-Lösung und diese Essential-Version davon und müssen keine Folgekosten bezahlen, da im Preis, wie gesagt, von unserer Access Point ist 5 Jahre Hardware-Garantie, Cloud-gemanaged, in diesem Fall Cloud-Management und 8x5 Support im Preis vom Access Point enthalten. Und wir haben noch eine Reihe an weiteren Referenzen, die ich hier kurz erwähnen möchte. Stadt Lingen zum Beispiel, Landkreis Vulkaneifel, die haben sich für uns entschieden und haben 400 Access Points, mittlerweile mehrere hunderte Switche von uns im Einsatz.
Dann haben wir Stadt Tüttlingen auch ebenfalls eine große Referenz von uns und zwei Schulen in Frankfurt-Oder. Das soll einfach mal Ihnen einen Eindruck geben von die Arten von Projekten, die wir begleiten. Sie können natürlich im Nachgang einfach die Projekte durchblättern. Wenn Sie mit irgendjemandem sprechen möchten, können wir das auch ebenfalls organisieren. Und man muss sagen, wir sind in eine glückliche Lage, trotz überall Chipsatz, Lieferengpässen in der Lage, Access Points und Switche zu liefern. Stadt Pappenburg, habe ich auch vergessen zu erwähnen, ist auch ein Kunde von uns. Die haben die Schulen ausgestattet, Feuerwehr, Hotspots im Innenstadt, im Außenbereichen. Also überall ist Cambium zu sehen und zu finden in Pappenburg. Und wie gesagt, unsere Endkunden sprechen gerne mit anderen potenziellen Endkunden und können ihre Erfahrungen mit Cambium auf alle Fälle mit Ihnen teilen. So, als letzter Hinweis möchte ich kurz ein paar Empfehlungen von unserer Seite aussprechen. Eine professionelle Ausleuchtung oder Teilausleuchtung in 5 Gigahertz sollte vor Ort durchgeführt werden. Planen Sie bitte nicht nur für eine gute Abdeckung, sondern auch für Kapazität und auch für die Zukunft. Die APs sollten, wenn möglich, deckenmontiert und ziemlich mittig im Klassenzimmer installiert werden. Wir sehen häufig, dass die an der Seite oder ganz vorne installiert werden. Das ist nicht optimal für eine gute Abdeckung. Die Richtlinien des Digitalpark-Schule-Programms empfehlen die Installation von einem Access Point pro Klassenzimmer. Diese Empfehlung finden wir sehr, sehr gut. Wenn man eine zukunftssichere Lösung haben möchte, sollte man sich mit dem neuen Wi-Fi 6 Standard beschäftigen, und in Bezug auf das Netzwerk sollte man schauen, dass man eine Gigabit-Verkabelung zu den Access Point hat und ausreichend PoE, Power Budget ebenfalls hat. Es gibt viele Management-Optionen, und oft für Schulen ist eine Managed Service die beste Option. Diese kann sehr leicht über cMaestro aufgebaut werden und kann von viele von unseren Systemintegratoren und Partner angeboten werden. Auch viele Schulen brauchen ein bisschen Unterstützung bei der Vorbereitung ihrer Medienentwicklungspläne oder bei der Erstellung von Ausschreibungen. Wir arbeiten mit einigen guten Beratern zusammen, die Ihnen dabei behilflich sein können. Sprechen Sie uns an. Wir haben gute Kontakte. Hier sind ein paar Firmen, die beraten können. Genau, da wir wissen, dass das Budgets überall begrenzt sind, bieten wir sowohl Schulen als auch unsere zertifizierten Reseller Sonderkonditionen für Projekte mit Schulwesen an. Für Digitalparkschulen gibt es Sonderkonditionen. Vergessen Sie nicht, dass wir eine der einzigen Hersteller aktuell, die in der glücklichen Situation ist, dass wir schnell liefern können. Und wenn Sie mehr über unsere Lösungen wissen wollen, habe ich auch ein paar Links hier eingebaut. Wir posten sehr häufig auf Social Media, halten auch sehr häufig Webinare, und jetzt kriegen Sie auch die Chance, uns ein paar Fragen zu stellen. So, ich bin am Ende der Präsentation angekommen, und ich frage Frau Stücker und Amir, ob wir eventuell ein paar Fragen bekommen haben. So. Vielen Dank erstmal, Frau von Köhlichen. Gerne. Ich sehe hier jetzt auch gerade keine Fragen. Es kamen aber noch Teilnehmer hinzu, deswegen nochmal ganz kurz, liebe Teilnehmer. Ja. Wir haben hier den Fragen-Button und könnten da Fragen, also Ihre Fragen stellen, falls Sie welche haben. Diese werden jetzt auch noch live beantwortet. Warten wir mal ein bisschen ab. Ja, gerne, gerne. Ja. Ein paar Minuten Zeit. Ich würde jetzt dann nur in der Zwischenzeit auch einmal gerne noch kurz meinen Bildschirm teilen. Ja, gerne. Ich nehme kurz die. Ja, nehmen Sie die Kontrolle. Genau, wunderbar. Ja. Genau. So.
Jetzt müsste hier Ihr Ah, da ist Messestand zu Amir sehen auch sein. schön. Genau. Amirs Avatar ist da sehr schön. Amir, siehst du gut aus. Genau, also wie gesagt, falls Sie Fragen haben, können Sie das Ja. auch gerne noch im Nachgang machen, direkt Ja, über unsere gerne. Messeplattform, an den Herrn Rustamian zum Beispiel, direkt einfach anklicken und dann könnten Sie hier direkt chatten oder auch anrufen oder per Mail wäre er erreichbar. Ich denke, Sie sind hier auch Frau von Köhlichen. Ist nur nicht Ihr Avatar, Irgendwo, aber ja. Ihre Ja, genau. Kontaktdaten sind hier auch Absolut, absolut perfekt, ja. verfügbar. Ja. Genau deswegen, falls jetzt keine Fragen kommen sollten oder erst im Nachhinein, dann gerne Gerne hier an jederzeit. an unsere beiden Referentinnen wenden. So, genau, also hier kam jetzt noch nichts. Okay. Aber Wunderbar, ich wie denke, gesagt, das ist in wunderbar. Ordnung. Noch Perfekt. kurz für alle Teilnehmer zur Information. Die Aufzeichnung dieses Webinars wird jetzt im Nachhinein noch auf unserer Messeplattform sowie unserem YouTube-Channel veröffentlicht. Gerne können Sie sich kostenfrei registrieren auf der Messeplattform und dann werden Sie informiert, wenn die Aufzeichnungen verfügbar sind. Unser Event jetzt, Tage der Bildung, geht ja noch bis 19. Mai. Und heute haben wir auch noch einen Webcast für Sie zur Verfügung, und zwar von 15 bis 16 Uhr. Gerne können Sie sich hier auch noch informieren und dazu anmelden, ganz kurzfristig. Diesen finden Sie auch auf unserer Messeplattform. Genau. So, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie nochmal teilnehmen, irgendwie an einem und etwas Interessantes für Sie dabei ist. Wunderbar, Jetzt bitte, dann viel, vielen Dank. genau, vielen Dank, Frau von Kirchen Ja, und Herr vielen Dank für Rostamian, die tolle für Ihre Präsentation. Zeit. Ja, gerne. Auch Ihnen vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an alle Teilnehmer für die Aufmerksamkeit und auch Ihre Zeit. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, schönen Tag noch. Genau, Ciao. vielen Vielen Dank. Dank. Tschüss.